Es geht mir gut. Ich habe selten bis gar nie Schmerzen. Und ja, mental geht es mir auch super. Ja, ich mache jeden Tag einen kleinen Fortschritt, was mich auch motiviert, um wieder den Weg zurückzufinden. Wenn ich mich jetzt vergleiche zu dieser Zeit im Trainingslager, ist die Beugung, die Streckung noch mal besser geworden. Die Muskeln haben wieder angefangen zu wachsen. Und ja, ich bin jetzt nicht mehr beim Gehen, sondern jetzt wirklich steigern zum leichten Joggen. Sechs Wochen haben wir nicht in die volle Streckung dürfen. Und das merkst du jetzt halt, oder? Wenn du so ein Gelenk immobilisierst, dann wird es halt steif und alles verklebt ein bisschen und vernarbt. Und da muss man jetzt halt dagegen schaffen. Und da sind wir, sage ich jetzt, sehr gut unterwegs. Aber es ist noch nicht so, dass er morgen aufsteht und schon die volle Streckung hat. Und dann läuft er eigentlich immer so ein bisschen eher Bogen im Knie und noch nicht so ganz schön gestreckt, oder? Und das braucht es dann halt jetzt. Aber das wird jetzt auch mit dem Joggen und alles wird das natürlich auch gefördert. Der Fokus vom heutigen Training beim Betim liegt auf seiner Laufkoordination. Seine Streckung ist nicht optimal. Wir sehen jetzt gerade den Betim auf der Kibumatte am Arbeiten. Das hilft ihm extrem, um einfach in ein viel schönes Gangbild reinzukommen. Also ich bin momentan bei den Sprüngen dran, dass ich wieder mit dem ganzen Gewicht auf links kumpen kann und abbremsen kann, was für das Kreuzband ist. Das Kreuzband ist nach 4 Monaten schon eigentlich top stabil. Es kommt jetzt dann noch einmal eine Phase, die wird noch mal ein bisschen heikel. Da muss man dann einfach so, sage ich, mit der explosiven Bewegung muss man dann ein bisschen vorsichtiger sein. Wir haben mit Sprüngen gestartet. Sobald er den Sprungtest bestanden hat, darf er auch wieder anfangen mit Joggen. Und wenn er halt joggt, ist er nicht mehr weit vom Platz entfernt. Und das motiviert ihn halt extrem, oder? Dass er dann weiss, hey, ich kann jetzt nur den Sprungtest und dann darf ich mal schon auf den Platz kommen. Schauen, dass wirklich einmal im Tag steht der Fokus wirklich auf das Knie, auf die untere Extremität, dass man dort wirklich im Kraftbereich schafft, in der Mobilität. Und meistens sind so seine zweiten Trainings sind dann entweder im Ausdauerbereich oder er schafft viel am Rumpf, Oberkörper, viel an den Adduktoren, einfach die Sachen, wo halt dann auch, sobald er dann wieder mit der Mannschaft auf dem Platz trainiert, extrem hoch beansprucht werden, dass er dort dann wirklich auch parat ist, oder? Ja, ich glaube, das Schwierigste an der Verletzung, muss ich ehrlich sagen, ist, wenn wir Spiel haben, also wenn der Matchtag ist, weil die Liebe einfach enorm gross ist zu dieser Sportart, zum Verein. Als Junge habe ich immer geträumt, im Stadion zu spielen und jetzt kannst du den Traum gerade momentan nicht leben. Du bist im Stadion als Zuschauer, du hast eigentlich keinen Einfluss. Also ich glaube, das ist auch das Schwierigste, um es noch zu verarbeiten, wo ich viel so nachdenke und denke, so, ja, wann ist wieder die Zeit da? Die ganz intensive Woche werden erst noch auf mich zukommen, aber ich freue mich darauf. Ja.